Hallo und herzlich willkommen zur 19. Folge von meinem FeedBeast Ultimate Let's Play. Es regnet, es ist Nacht, wir legen uns schlafen. Ganz einfach. Das ist gleich das Schönste. Yay. Immer wenn wir aus dem Bett raussteigen, müssen wir über diese Druckplatte gehen. Also wir springen drüber mit unserem Jetpack. Und ja, das ist auch das, was ich jetzt machen will eigentlich. Nämlich Eisen maseratieren, damit wir unsere Ionen Thruster machen können. Da brauchen wir davon 2 Stack Eisen. Ja, 2 Stack Eisen für diese ganzen verdammten Enderperlen, für die man ja jeweils 4 Eisen braucht. Und ich nicht 2 Millionen Jahre Enderman jagen will. Naja. Und das Solarpanel wollte ich mir bauen. Dafür brauchen wir nämlich Glas, Kohlestaub. Haben wir Kohle oder haben wir keine Kohle? So, Kohle. Yay, 20 Stück. Das ist echt viel. Ich hätte irgendwie mehr gebraucht. Naja, 3 Stück reichen eigentlich auch schon theoretisch. Yeah. Ist so schön ausgetrickst. Ich glaube, das geht so herum, oder? Nein. Ja, doch, so herum wahrscheinlich. Eine Potato. Die legen wir mal. Warte. Hier in unseren Ofen, damit wir eine gebackene Potato haben. Und ja. So ist der zweite und der dritte. Die kommen auch noch. So, und jetzt kommt das restliche Eisen hinein. Und ja, der Generator kommt hier, dann kommen 2 elektronische Schaltkreise. Müssen wir uns noch eins machen oder einen nennen. We found iron und Redstone. Vielleicht mache ich mir auch mal einen Induction Furnace, mit auch der und dann so ein Rotary Macerator und so das ganze Zeugs, damit es einfach schneller geht. Aber vorher brauchen wir noch unsere Copper Cable. Und diese Hand ist echt praktisch. Das muss man schon sagen. Ich glaube, man kann es auch ziemlich gut sagen. So, dann brauchen wir noch Glas eigentlich. Nein, nicht Reinforced Glas. Normales Glas. Ach, das ist blöde. Ja, wir brauchen echt mal mehr Strom. Glas. Ah, nein, natürlich nicht. Ach, weißt du was? Es leert sich zwar stetig und wir drehen es trotzdem ab. Das ist gleich irgendwie gescheiter. Wenn wir doch noch mehr Energie haben, nicht sofort alles verbrauchen, was uns der liebe Gott beschert mit seiner Sonne. Was wollte ich jetzt noch gerade machen? Ich wollte Glas machen. Jetzt brauchen wir Sand. Haben wir ja Gott sei Dank genug. Und hier hineingeben. Ich schaue jetzt noch schnell, wie man eigentlich ein Induction Furnace macht. Induction. Furnis. Braucht nur die Dinger. Ja, vielleicht machen wir die irgendwann mal. Ich glaube, es ist noch nicht wirklich in näher Zeit. Also ja, wahrscheinlich schon in näherer Zeit, aber vielleicht nicht in so naher Zeit. So. Ja. Ups. Stimmt das Glas? Hä? Weiß ich nicht. 3 Glas. Und wir haben wieder ein Solarpanel. Stecken wir sofort an. Und ich hoffe, es funktioniert jetzt auch, dass da noch mehr Energie reinkommt. Ich werde es ausprobieren gleich.
Es ist hell. So, jetzt wieder dunkel. Und zwar, ich hoffe, es funktioniert auch. Ja, ein EU-Reader sollte ich mir auch mal machen. Den machen wir vielleicht jetzt auch noch. Schnell ein EU-Reader. Damit kann man nicht schauen, wie viel da durchfließt. Ja, sehr billig. Einen Electronic Circuit. Bam, bam. Bam, bam. Bam, bam. 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 So, und wieso nehmen wir uns immer nur so wenig Redstone da raus? Lasse ich, glaube ich, da einen Rest da drin. Direkt. So. Ein Electronic Circuit. Dann brauchen wir noch Copper Cable. Und Glowstone. Wir haben unseren EU-Reader. Zahlt ihr gleich 7,75. Generating. Ich schau mal, wie es. So, noch ein Kabel. So, probiere ich jetzt mal. Ja, der lädt sich ja trotzdem auf. So, nur den da. Kommt da irgendwas? Nö, kommt da natürlich überhaupt nichts rüber. Dann nur über den. Schau mal, wenn der leer ist. So. Ist er leer? Jetzt kommt verschieden viel rüber. Wie soll ich das sagen? Soll ich das messen? Gibt da 31 aus? Ja, da kann man auch. Ah, der macht überhaupt nichts. Ist gerade. Jetzt sollte aber was. Er macht konstant 7,75. Obwohl er eigentlich 8 generiert. Ach, ist ja wurscht. Jetzt würde ich sagen, mal wir holen uns, nachdem wir hier alles reingelegt haben, was wir gerade nicht brauchen. Das und das. Hä? Was habe ich jetzt gemacht? Hatte ich so viel Weed? Eigentlich irgendwie nicht. Ah, naja. Entweder ist ein Bug oder ja, keine Ahnung, was ich gerade gemacht habe. Naja, unser Chatpack laden wir uns noch auf. Einfach nur, weil es uns Spaß macht. Unsere Hosen auch. Unsere Hosen, die auch schon voll ist. Und ja. Dann holen wir uns jetzt ein paar Kühe. Die letzte Folge hier waren. Hallo. Tag. Ja, kommt's doch. Ich hoffe, ich falle jetzt nicht rückwärts in ein Loch rein. Du kannst auch gleich mitkommen. Komm. Bist du intelligent? Willst du kommen? Ja, willst du? Ach, ja, komm. Hopp. Halt nur ihr. Hopp. Kommt. Ihr werdet noch gleich vermehrt. Schön. So, kommt's hier. Ja, kommt's. Ihr seid ja sehr genial. Wie geht's da außen herum? Ja, komm, du auch. Hallo. Komm. Och, seid ihr echt alles so dumm.
Hallo. Du da. Ja, komm. Brav. Machen wir vielleicht mal einen Hover-Mod an. Flight Control? Hä? Ja, jetzt ist doch letzte Folge auch noch. Ah, Hover-Mod. Wird schon wieder Nacht. Anscheinend. Ja, sollten wir schnell gehen. Hey. Okay. 81 Meter noch. Hopp, kommt's mal. Soll ich euch mal eine Grube graben? Die hier bleibt. Ja, ich glaube. Da kommt doch. Ja, du hier hinein. Du. Komm, kein Waypoint. Ja, du musst auch mitkommen, okay? Komm schon, das gibt's ja nicht. Ja, du musst hier auch hinein. Soll ich dich auch hauen? Da ging's ja. So, bam. Okay, jetzt habe ich hier mal zwei Kühe. Dann gehe ich schon schlafen. In meinem schönen, schnellen Ding. So. So. Guten Morgen. Und ihr kommt jetzt mit. Ich habe euch da hineingepfercht. Ich glaube, so fröhlich seid ihr hier drin auch nicht. So, kommt. Hopp. Raus aus dem Loch. Und irgendwann werde ich mich fragen, wieso ist da ein Loch? Hopp, hopp. Weil eigentlich hättest du da hinten mal bleiben können. Ich bräuchte ihn noch Zäune. Ja, okay, ich hol mal ein paar Zäune. Holz, ja. Mach's auf noch ein paar Zäune. So, 38 Zäune. Dann bekommt sie hier auch mal was. Mit dem schönen, mit dem netten Schaf hier. Dem Herrn Schaf. Ach komm schon. Muss das sein? Ich bin sehr daher gekommen. Ich hab doch geschlafen. Naja. Meinem Schaf ist nichts passiert. Meiner Farm auch nicht. Na, überhaupt nicht. Ja. Bisschen weitergeführt das Ganze. So. Scheiße, sind mir die Kühe schon wieder abgehaut. In der Zwischen. Oder abgehauen. In der Zwischenzeit. So. Ja, jetzt heißt es sogar noch da. Beim Hover-Mode runterfliegen. Komm. Kommt's. Ich hatte es doch lieb, oder? Seid doch ganz liebe. Aber ich bin auch so intelligent. Ich lasse nicht mal einen Platz, wo sie reingehen könnten. Da kommt's. Hopp. Springen. Hopp, Meter raufspringen. Rede für cool. Für Kühe ganz einfach. Naja, Minecraft ist halt kein Realitätsspiel. Ich glaube, das sollte es auch niemals gewesen sein. Ja, komm. Hallo. Bist du blöd? Ja, komm. Hopp, hier rauf. Ja, du kannst doch hier unten gehen. Hm, ich rede mit Kühen. Ja, schon ziemlich warm. Hier. Ja, du kommst jetzt wieder, okay? Hopp.
blödes Vieh. Ja, komm. Ja. Hopp, hopp, in das Gehege rein. Yay, du freust dich. Ich sollte das mal einreißen. Naja. Jetzt mal die hier drin. Kommt noch eine extra Absperrung. So, für die fette Kuh, die noch hier herumsteht, die jetzt auch mitkommen sollte. Naja. Ja, und du kommst hier rein. Okay? Yay, wir haben ein paar Viecher. Ey. Das gibt's ja nicht. So. Du mäh? Also, ja. Jetzt ist wohl ein bisschen einteilen. Jetzt wird wohl der hier rüberkommen. Ein bisschen Figgy-Figgy machen. Ah, hier. So, das Schaf kommt jetzt hierher. Hopp. Ja. Hallo? Bist du blöd? Da magst du keinen Weizen. Ja, hopp. So. So. Nö, nicht das. Sondern das. Dann das schnell. So, und wir haben zwei, ja, Gehege. Dann werden gleich mal die Kühe vermehrt. Love und Love. Und bekommen wir XP. Yay, wir haben XP bekommen. Ja. Wir bekommen XP, weil wir Tiere ficken lassen. Es ist schon, ja, pervers. Also wir bekommen, okay, ja, so herum Erfahrung. Eine Babykuh endlich. Und aber ein Schaf, ein zweites, ist hier nicht in der Nähe. Jedenfalls sehe ich keins. Naja, die schauen ja auch wunderschön da aus. Das ist komische. Ach, das ist schon wieder voll. Das kann abnehmen, oder wie? Bist schon. Ah ja, stimmt ja. Kannst du nur die Hälfte machen? Bist du ja voll. So. Das kommt mal hier rein. Was? Ja, wir wollten zum Iron Thruster machen. Ich hoffe, ich habe mich. Ja, okay. Also, wir brauchen 4, 8. 8 mal 5 ist 40. Wir brauchen 40 von diesen Solenoiden. Nein, wir brauchen dafür immer Eisen. Okay, ja, Eisen brauchen wir jetzt mal extrem viel. Ja, leider. Oder machen es doch einmal das Solarpanel fertig. Naja, das Eisen sollte ich sowieso mal durchrattern. Hier. Für das Solarpanel, für das bessere. Und mal ein Advanced. So, ich kann euch gleich mal zeigen, für das Hybrid brauchten wir schon zwei Iridiumplatten und Sonarium und dazu brauchten immer UU-Meter und das machten sie im Mass Fabricator für 1 Million EU. Ja. Wie machten sich die? 4 mal 9 ist. 4 mal 9 ist ja 36. 34. Eigentlich ist es billiger mit Scrap zu machen. Naja. Vielleicht machen wir uns ja mal. Oder. Na, ich glaube, wir gehen jetzt mal. Oder?
Ich sag die ganze Zeit gleich die ganze Zeit irgendwas Verschiedenes. Dass irgendwie alles nicht miteinander zusammenpasst. Also na, ich glaube, wir machen das uns das mal das Advanced Solar Panel. Dazu brauchen wir. Reinforced Glass haben wir doch noch, oder? Yay, das brauchen wir uns gar nicht machen. Okay, 4 Advanced Alloy, das heißt, wir brauchen 6 Refined Iron. Und noch 5 da. Genau so. Wo? Oben. Kommt 10 in die Mitte. Tralala. Dann Induction Furnace wäre auch nicht schlecht. Warte, da brauchen wir noch. Ja, okay, dann machen wir uns ein Induction Furnace auch noch. Wir brauchen eh insgesamt in der ganzen Laufzeit einiges an Refined Iron. Ja, deswegen können wir uns doch gleich mehr machen. So, Eisen drauf. Eisen und. Und Eisen. Yay. So, der Eisenstaub kommt noch rein. So. So. So, und jetzt brauchen wir noch Bronze. Und zwar 3x4 ist 12 Stück. Also 3x. Brauchen wir 9 Kupfer. So. Noch 3 Zinn. Jetzt schon wieder Nacht. Ja. Irgendwie wird es die ganze Zeit Nacht. Kommt mir vor. Wir haben 14 Quarz. Ah, hier haben noch 17 Eisenstaub. Silber. Hier haben wir auch noch mehr. Nacht, ja. Schon wieder gute Nacht. Ah, wir haben gleich einen. Ja, stimmt, ja. Stimmt eigentlich eh so von der Zeit, ja? Können eigentlich meine Kühe schon wieder ficken. Aber sicher nicht eigentlich. Seid sie geil? Doch, ihr seid wieder geil. Cool. Yay, schon wieder ein Baby. Okay, das geht echt voran jetzt. Das ist gut. Wahrscheinlich machen wir auch einen, ich glaube, Leader, heißt der. Gibt's nur den? Purple da. Ne. Oder Wheat. Ne. Ich weiß das gleich von Whalecraft an. Ich schaue es jetzt einfach kurz nach, weil hier kann schön die. Nein, ich cheate jetzt nicht. Ihr könnt es genau sehen, was ich mache. Stimmt, wieso bin ich eigentlich da? Cheat Mode. Mal wurscht. Whalecraft ist das hier. Das sind die verschiedenen Detektoren. Feed Station, okay. Ja, ich. An der Stall. Will der mich verarschen? Ich brauche mal ein Blast Furnace. Mensch. Aha. Okay, gut. Naja, dann gehen wir mal wieder raus aus dem Creative Mode und in. Ach, vielleicht ist deswegen das ganze Weed da aufgetaucht. Ich glaube, wir hatten irgendwie so 5 Stück oder sowas. Was ist mir. Ja, egal, das schmeißen wir es einfach weg. So. Weg. Wir haben ja eh eine eigene Weed-Farm. Ja. Dann haben wir uns. Nein, das haben wir noch nicht gemacht. Nicht das. Das hier. So. 12 Bronze. Wir haben zu viel. Hä? Ah ja, wahrscheinlich umgekehrt. Und wir haben 6 Advanced Alloys. Jetzt brauchen wir noch Carbonplatten. Ach, ich glaube, für eine brauchten schon mal 16 Kohle. Und wir machen denn einen Rotary Macerator. Ach, ein Advanced Machine Block. Was für ein Zufall. Wo, da braucht ihr auch lang.
So, schön. Hier haben wir 3 über. Ja, ich glaube, ich mache mir noch an. Okay, also Erfahrung kriegt man auf jeden Fall mit dem Schmelzen. Man darf es halt nicht mit dem Shiften, also mit Shift rausnehmen. So, ist genug. Das gehört oben, dann gehört das unten. Das gehört in die Mitte. Das ist schon wieder fertig und kann das und das rein. Und das und das und das und das und das und. Cool, jetzt haben wir mal das. Yay! Solar. Und so Advanced. Okay, 2 Advanced Circuits brauche ich. Dafür brauche ich Kupfer. Haben wir Kupfer? Ja, wir haben Kupfer. Wir brauchen mehr Rubber. Allerdings geht es sich doch aus. Wir brauchen jetzt noch 2 Dings an. Refined-Dinger. Ach, scheiße. Das war nicht beabsichtigt. Aber wir machen uns ja unseren Induction-Führung. Das ist unseren Rotary-Maserator. Wir haben schon unseren Kohlenstaub. Machen, glaube ich, so. Dann 2 von solchen nebeneinander und hat unseren Raw-Carbon-Mesh. Und es kommt ein Kompressor, glaube ich. Und dann kriegt man das. So, dann haben wir das. Das. Dann das. Und mich hat hier gerade jemand in Skype angeschrieben. Naja, ich nehme eh schon lang auf. Also, wo jetzt wurscht. Lapis. Irgendwie Western braucht man echt für diese Industrial Craft Sachen viel. So. Haben wir das. Dann brauchen wir einen Advanced Machine Block. Für den brauchen wir 2 Carbonplatten. Für das brauchen wir das. Für das brauchen wir das. Cool. Und hier jetzt, wenn man Raw Carbon mischt, das kommt hier hinein, dann bekommen wir eine Carbonplatte. Warte kurz, wir hatten. Also 3, 4, 8 Kohle brauchen wir. Ja. So. Hört sich das, glaube ich. Wir brauchen auf jeden Fall noch. Ja, wir brauchen sowieso noch mehr Kohle. Wir brauchen noch 8. Refined Iron. So. Und für einen Maschinenblock. Jetzt haben wir da Cobblestone drin liegen. Okay. Hä? Hier, hier. Ach, die Kohle haben wir rausgeschmissen. Das da, das kann auch noch rein. Brauchen ja sowieso Kohle. Der ist halt auch bald. Alles haben. So. Ja. So. Ich sage immer, ja, so. Ja. Könnte sein, ja. So ist. Irgendwie finde ich, sind diese Bugs da eigentlich ganz witzig, wo man in den, ja, andersherum Farben, also, ich weiß nicht, hier. Wer sind die Komplementärfragen? Fragen, ja. Und dann Farben, glaube ich. Die leert sich. Ist ja arg. Aber unsere Dinger sind eigentlich. Ach, ich habe da irgendwann. Ach, deswegen schaut es so komisch aus. Oh, nö, ich habe die. Da laufen Citizen Show Style gemacht. Mal schauen, wie es ohne dem ausschaut. Ich glaube fast besser. Also ich weiß nicht. Nö, nicht wirklich. Okay, es hatte wohl doch einen Grund, dass ich das gemacht habe. Aber es ist ja eh gratis. Hat ja nichts dagegen, wenn es vielleicht besser ausschaut. Ja, schaut schon besser aus. So, mein Jetpack. Ja, und mit dem Jetpack geht es eigentlich auch noch ganz gut. Hopp, danke. So, Dings da, Dings. Aha, okay, das Shape lässt.
shapeless, also ohne einer Form. Das haben wir. Das und das da. Was noch dauert. ein Ultimate Solar Helmet. Schaut nicht schlecht aus. Muss ich sagen. Ja, ich weiß auf jeden Fall, sonst mit einem Helm noch ein paar anderen Dingern und unserem Ultimate Solar Panel macht. Und wir haben unseren Advanced Machine Block. Ja, jetzt brauchen wir noch. Ja, okay, jetzt haben wir alles. Dann holen wir unseren Electric Wrench raus. So. Wieso mache ich das? Ich habe hier direkt. Hey, das geht ja schnell. So. Wrench. Dann sollten wir ihn auch eigentlich nicht wirklich da drin lassen. Das finde ich nicht so gescheit, weil das brauchen wir sogar vielleicht noch. Okay, jetzt leert sich die Energie. Dann haben wir unsere Ultra Low Current Cable. Adam. Und ein Solar Panel. Und ein Cobblestone. Und das müssen wir noch zusammensetzen. Das weiß ich. Und dann noch die Dingsens. Drei von dem Reinforced Glass. Und wir haben hier ein zweites Advanced Solar Panel. Schon wieder eine Energierevolution. Wir haben doppelt so viel Energie. Kann man das sagen oder ist es so? EU, wieder. 15. Ist aber schön. 88 zu 16, aber. Jetzt haben wir genug Energie für dieses komische ME-System. Jetzt können wir es die ganze Zeit laufen lassen. Einfach und wir haben trotzdem genug Energie. Das wollte ich eigentlich damit bezwecken. Das wäre einfach. Ja, die lernen sich die ganze Zeit. Hä? Das ist. Da, hier ist die Schrift dunkel. Hier ist die Schrift hell. Hä? Merkt ihr den Unterschied? Ich irgendwie schon. Auf jeden Fall ist schon wieder Nacht. Ich nehme 33 Minuten auf. Das Eisen ist fertig. Hier ist meine Kohle fertig. Ja, Kohle sollten wir auf jeden Fall in der nächsten Folge uns holen. Damit wir, ja, noch mehr Dingsens Kohlenstaub machen können für ein Induction Furnace. Hier haben wir noch mehr. Och, hier haben wir noch schön viel Kupfer. Das ist ja schön. War hier noch was Gescheites drin? Jetzt könnte ich eigentlich wirklich schon mal alles da hinüberlegen. Oder? Ich würde sagen schon. Hopp. Voll. Das lege ich mal da so. Ja, ich bin ja so genial, die Diskette ist voll. Naja. Naja. Fühlt sich das eigentlich noch immer? Nur es leert sich leider. Ja, stimmt. Beide produzieren ja nur eins. Ja. Also in der Nacht ist noch immer ein Problem mit der Energie, aber wozu haben wir denn ein Bett, wenn wir es nicht verwenden? Naja. Ich würde noch sagen, die Folge ist dann zu Ende, sobald ich diese Dinger geweedet habe. Weed? Nein, ja doch, Weed. Dann schauen wir auch gleich, ob das. Wieso bist du hier, du Kuh? Ach. Sollte es eigentlich noch wachsen oder auswachsen auf jeden Fall? Thank you.
Da kann ich hier nicht zumachen. Okay, so. Ich mach das auch noch weg, damit du auch wirklich nicht entkommen kannst. So, jetzt sollst du eigentlich, ja, jetzt sollst du nirgendwo raufspringen können, um zu entkommen. Ist nicht der Sinn eigentlich von dem Gehege? Naja, dich werde ich als erstes umbringen, leider. Ich will es auch nicht machen. Aber ich muss es machen. Und ja, Chickens müssen wir uns auch noch holen. So, seid ihr wieder geil? Ja, ihr seid geil. Du bist auch geil, du bekommst doch nichts, weil du keinen Partner hast. Und ich sehe... Ah, doch, hier hinten ist ein Schaf. Oder? Ist es ein Schaf? Ist es ein Schaf? Ich sehe doch auf der Map irgendwas, oder? Oder was soll das sein? Ach, das ist ein Creeper. Okay, nein. Schon wieder ein kleines Kindchen. Wie machst du hier so? So, weg mit dir. So. Hä? Ach, du sollst auch weg. Das Gehege ist schon überfüllt. So, hopp. Ja, geht doch. Oder ich werde schon gleich eine Kuh schlachten. Du stirbst ehrenvoll. Baum! Hast du Leder gedroppt? Ich habe schon 3 Leder. Wo habe ich das denn? Leather. Hier habe ich nichts drin. Hier habe ich allerdings ein Buch drin. Was ist das hier? Buch. Hä? Auch im Inventar. Dann brauchen wir Sugar Cane. Oder Bambus, wie auch immer. Früher hat es Bambus geheißen, jetzt heißt es Sugar Cane. So. So, und Leder dazu. Hä? Aha, okay. Ah, ich hatte noch... Okay, ja, habe ich alles mehr. Von dem Ganzen. Und jetzt. Ihr werdet es nicht glauben. Oder ob ihr es glaubt oder nicht. Ich werde es wagen. Das hätte eigentlich schon gereicht. Na ja, wurscht. Ein Bookshelf. Den nehmen wir. Unseren magischen Zauberstab. Es kommt jetzt dann in die Mitte vom Raum. Auf ein Stück Eisenerz. Mit schöner Ausstatt. Kommt es drauf und jetzt muss ich noch den Waypointer ausmachen. Das wird jetzt einfach das Titelbild von dieser Folge. Tada! So. Naja. Und was ist es denn? Ach, das ist ein Taumonomikum. Und hier können wir erforschen. Ich weiß, das ist Nitor. Dazu braucht man Kohle und noch irgendwas. Ach, da gibt es auch noch so ein Biester etwas. Ist ja cool. Ja. Auf jeden Fall, ja, hier ist dann gleich die Axe of the Stream. Hier. Und hier ist noch eine Pickaxe, so eine geile. Was ist das für ein blaues Leder? Ja, wir haben es ja alles nicht angezeigt. Auf jeden Fall hier. Es gibt da sehr viel zu erforschen im Ganzen. Man kann sich hier oben auch gleich alles durchlesen. Dann kann man mal sehen. Ja, aus so einem Shard, einem Stick und einem Goldnugget kann man sich einen Zauberstab kaufen. Ja. Dann braucht noch den Arcan-Worktable und so. Also man braucht da verschiedenste Dinge mal, um überhaupt zu starten. Den macht man sich ja aus Slabs und 2 Brettern. Wurde... Nein, muss das auch noch. Das mache ich jetzt auch noch. Obwohl die Folge schon wieder 40 Minuten lang ist, aber es macht einfach Spaß. Und ihr müsst es einfach zuschauen. Ja, ihr müsst es einfach zuschauen, eindeutig. Ah, das ist ja schon ein Schnacker.
So, das reicht jetzt. Das macht doch so geile Sounds. So, und wir haben jetzt 3 von diesen Tischen. Davon brauchen wir, ja, wo machen wir das hin? Ich würde sagen, hier neben diesem schönen. Einmal mit diesem Stab drauf. Und wir haben ein Arcan-Worktable. Das sieht man auch. Okay. Hier sieht man auch schön den Stab drauf liegen. Wenn wir den hinausnehmen, dann seht ihr da. Ich wollte gerade den Finger hin zeigen. Seht ihr aber nicht. Da, wie der verschwindet. Und ja. Dann braucht man noch weitere 2 Tische. Und ein, ich glaube, oder Ink. Wie heißt das? Aber das kann, wie es heißt, das kann man hier nachschauen. Zu einem Research Table braucht man ein Scribing Tool. Hier einen Boden sollte ich auch mal schön machen, irgendwie nur aus Cobblestone oder aus Marmor Bricks, glaube ich mal. Wolle, ach, das ist Wolle. Ja, die Scribing Tools. Federn haben wir jetzt, weiß ich. Eine Glasfile. Oder ein Glasbottle. Also den man. Nein, ich mache eine normale Glasbottle. Eine Feder und ein Inksack. Sollten wir eigentlich alles haben. Auf jeden Fall habe ich das schon mal gesammelt alles. Feather. Eine. Dann ein Ink. Sack. Genau. Und schaut auch, ist auch interessant, dass sie gleich in so einer Glasflasche drin sind. Und schaut's mal, es füllt sich alles. Das ist auch schon fast voll. Das ist schon voll. Bitte. Es ist doch schön, wenn man so viel Energie hat. Glas. Ach, hier ist noch. Eisen drin. Irgendwie die Folge zieht sich in die Länge. Und ich weiß nicht wieso. Naja. Ich will einfach noch irgendwas machen, weil es so spannend ist. Ja. Es wären schon locker 2 Folgen gewesen. Naja. Ist ja wurscht. Und es wird sich wahrscheinlich auch dieses Let's Play noch niemand anschauen. Weil mich noch niemand kennt. Ich bin ja so ein Talent und niemand kennt mich. Ja, okay. Das war's wieder mit der. Ah! Irgendwie drücke immer auf diese. Dings-Taste. Okay, Boom. Ja, genau das. Das kriegt uns das da. Also diese Taste links neben der 1. Da wird das immer irgendwie geändert. So, eine Glasbottle, ein Dingster und ein Ding. Wir haben Scribing Tools und wir haben einen schönen Research Table. Es wird magisch. Vielleicht erforsche ich doch gleich mal was. Und zwar weiß ich schon aus, ja, naja, eigener Erfahrung. Ich habe es schon mal ausprobiert. Einfach, wenn man sich ein bisschen von dem hier. Ah, hier haben wir es. Wenn man sich ein bisschen von diesem Eisen nimmt. Ach nein, hier ran. Dann kann man ein paar Mal da drauf drücken. Und wir bekommen schon. Ja, okay. Sagt uns noch nicht. Müssen es da. Müssen auf drauf drücken. Und so. Wir sehen jetzt schon die Basic Transmutation. Dann weiß ich noch, dass man für diese ganzen Transmutationen Seeds braucht. Und haben wir nicht mehr von denen? Nö, echt nicht. Kennen wir jetzt wohl nicht ganz, aber wahrscheinlich sieht man es gleich. Nein, noch nicht. Okay, auf jeden Fall können noch Seeds rein und zeigt uns noch an. Ja, hier steht ein bisschen was. Und to transform base metals into gold. Das wäre sehr schön. Naja, dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge und ciao!